Bienenhaltung ist kein Honigschlecken mehr. Die Zahl der Bienenvölker in unserem Land ist rückläufig. Wer ist schuld daran? Imker und Experten legen Fakten und Meinungen zum Bienenschwund dar. Schon im alten Ägypten war die Biene Haustier. Und da der Honig bis ins Spätmittelalter einziges Süßmittel war, genoss die Bienenzucht früher auch viel mehr Bedeutung und Verbreitung als heute. Kürzlich berichtete allerdings eine Tageszeitung über eine neuerliche gravierende Abnahme der Bienenbevölkerung unseres Landes und gab die Schuld daran den giftspritzenden Bauern und dem abnehmenden Nachwuchs an Imkern. Was den Bienen heute aber am meisten zu fehlen scheint, sind diese Naturwiesen mit ihrer reichen Flora, wie sie in vergangenen Zeiten unsere Landschaften bedeckten. Pollen und Nektar fanden sich hier vom Frühling bis in den Herbst, unabhängig von der Blütezeit der Raps- und Maisfelder oder der Obstbäume. Die Schmälerung dieser Futterbasis hat zu einem Rückgang der Bienen geführt, auch wenn dieser nicht so groß ist, wie teilweise behauptet wird. Die offizielle Statistik weist für die letzten 5 Jahre ein Absinken unter die Grenze von 300.000 Völkern in unserem Lande aus. Wir haben auch im Mittelland, wo das Trachtangebot für Bienen nicht sehr gut ist, eine starke Dichtung gegenüber den in den Voralpinengebieten und in den Alpentälern, man weniger Bienenvölker antrifft. Besteht eine ausreichende Futtergrundlage für alle die Bienenvölker? Die Frage kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten, denn nach dem Naturgesetz tut das Bienenvolk seine Entwicklung nach dem Nahrungsangebot richten. Das Bienenvolk braucht zum Beispiel im Laufe des Jahres 40 bis 50 Kilo Nektar, 30 bis 35 Kilo Blütenstaub und Wasser. Diese Angaben beziehen sich auf ein mittelstarkes Bienenvolk. Was ein Nektar mehr eingetragen wird, kann der Imker als Honig ernten. Gerade im Frühling ist der Nahrungsverbrauch des Bienenvolks sehr gross. Dort hat der Bienenzüchter die Möglichkeit, mit der Anpflanzung von Bauernspender wie Weiden und Erlen in der Nähe des Bienenhauses das Angebot gerade im Frühling zu bereichern. Wald, Naturwiesen, Schilf, Disteln. In der Nähe von Embrach liegt noch eines dieser Paradiese, wo die Bienen der Königinnenzuchtstation des hiesigen Imkervereins alles finden, was sie brauchen. Erwin Renk betreut diese Station. Da sind wir jetzt auf der Königinnenzuchtstation. Und die Kästchen kommen etwa 10 Tage da hoch. Und dann machen wir Kontrolle, ob die Königinnen, die werden da aufgeführt zur Begattung. Und also nach 10 Tagen machen wir die Kontrolle, ob sie in der Eilage ist. Jetzt ein bisschen mit Rauch kann man die Bienen wegjagen, dass man da in den Zellengrund sieht, schauen, ob die Königin schon Eier gelegt hat. Also, das ist gut. Es hat da schöne Eier, es hat schon ein Rundmädchen. In dem Moment kann man die dann dem Züchter wieder zurückgeben. Zu Hause hält Herr Renk noch seine privaten 22 Völker, die ihm je nach Honigjahr einen Profit abwerfen oder Kosten verursachen. Also, wenn es Honig gibt, so ist es hauptsächlich vom Löwenzahn und von Wiesenblumen. Kriesbäume tun auch Hunger, aber wenn wir sagen, der Birnen- und Äpfelbaum, das ist also ganz minim. Sie tun stark beflügen. Aber Hunde bringen es praktisch keine heim. Und dann, wenn das durch ist, so können die Eichen und die Akazien anfangen, den Blatthund zu geben. Und das gibt einen sehr guten Hund. Aber es ist leider auch so, die Hunde dann nicht alle Jahre. Es muss einfach eine gewisse Wärme da sein und es darf nicht viel Gewitter gehen. Aber es gibt ja noch eine Laus im Wald, die ja auch noch irgendein Vorprodukt herstellt vom Honig. Ja, das ist da die Quirllaus. Wo dann also einen guten Honig gibt und viel. Aber er hat den Nachteil,
der kandiert sofort. Und gerade das letzte Jahr, da sind zentnerweise sind in diesen Waben geblieben, wo man nicht konnte rausschleudern können. Wir sagen, es hat dann jetzt einen Zimanthonig gegeben. Jetzt im Gegensatz zu einem Weisstanne, der Sepp, kann man dann ohne weiteres immer schleudern. Da ist auch ein Laus. Und dann die Anweise vor allem zuerst, wie man sagt, Vorarbeiten leistet. Und nachher könnt ihr dann so, wenn sich die Laus so vermehrt, tropft die uns gerade die Weisstanne, wenn man durchläuft, dann tropft das ab. Und das kann dann eben manchmal grosse Ernte geben. Darum haben wir die grossen Ernteschwankungen hier in unserem Land. Die intensive Bewirtschaftung unserer Landwirtschaft, der Boden, der so intensiv benutzt wird, den lassen wir also im Frühling nicht mehr aufkommen, dass es früher nicht könnte fliehen. Es wird alles vorzeitig abgehauen. Es wird xyliert, bevor das Blümchen blüht. Früher, im 30er, oder wo man noch so von Hand nähen musste, hat man noch die schönen Naturwiesen gehabt. Und die Löwenzahn, Margriten, all die Blumen blüht haben, wo die Bienen immer haben etwas holen können. Heute lässt man alles nicht mehr zu dem kommen. Es wird alles Kunstwiesen gemacht und nicht mehr aufkommt. Und das ist einfach halt ein grosser Nachteil für unsere Bienen. In der Eidgenössischen Forschungsanstalt Wädenswil experimentiert man gerade mit dieser kritisierten Form der Bodenbewirtschaftung. Eugen Scheer arbeitet hier in der Sektion Obstbau, ist aber privat selbst Imker und sogar in den Vorständen der Bienenzüchter Dachverbände. Es ist sicher etwas Wahres an dem Vorwurf, aber wir dürfen doch auch nicht allzu extrem sehen. Man muss auch da den Standpunkt der Bauern berücksichtigen und sehen, dass sie heute gar nicht anders arbeiten können, wenn sie eine Existenzgrundlage haben wollen. Man könnte also die Entwicklung, wenn man sie auch als Bienenzüchter bedauert, nicht rückgängig machen. Es sehe eher in der Richtung, dass wir als Bienenzüchter schauen müssen, was ist noch vorhanden, was können wir noch nutzen. Es wäre möglich, den Ausfall von dieser Flora bis zu einem gewissen Grad zu kompensieren, indem man überall, wo Pflanzmöglichkeiten sind, Bienenpflanzen anbauen tut, die nicht einen direkten Nutzen abwerfen, aber für die Bienen als weit in Frage kommen. Vor allem ist es auch wichtig, dass wir Pflanzen haben, die mithelfen, die Völker aufwärts zu entwickeln, dass sie rechtzeitig erstarken. Und das ist zum Beispiel als Vorbereitung für eine Blütentracht, Obstblüte, Löwenzahn, wenn sie im Frühling genügend Weide haben als Blütenstaubspender. Dann kommen wir gerade rechtzeitig, um die Brut, die mit denen aufgezogen wird, nachher als Sammelbienen im Volk zu haben. Das ist jetzt schöne, offene Brut, so Perlmutterflau. Und dann, in dem Moment, ist sie schön gesund. Da muss man nicht Angst haben, dass man eine Krankheit hat. Da hat es jetzt eine Sonne, die jetzt dann ausschleifen tut. Würden Sie denn vorschlagen, wie man den Imker helfen könnte? Ja, das sind mal schon das, wenn man nur mal den Zucker ein bisschen zu einem anständigen Preis überkommt. Und eben, dass unsere Bauern ein bisschen vernünftiger wären und auch wieder jemand mal eine Wiese würde blühen lassen, dass sie auch etwas suchen könnte. Das es gibt halt ja andere Länder, wo Bauern den Imker Miete zahlen, damit sie einen Völker bringen, um bei der Bestäubung zu helfen. Ja, die haben gesehen, was ihnen das für einen Nutzen bringt. Sie haben mehr gehabt durch das, weder der Bienenzüchter eigentlich mit Honig, aber der Bienenzüchter hat etwas gehabt und der andere hat etwas gehabt, eben mit durch den Ertrag. Aber wie uns, wenn es halt noch, man sollte einfach noch zahlen, dass man noch kommt. Sehen wir jetzt, das ist jetzt eine schöne Vollwaffe. Und das ist wichtig, dass man viel Folle hat, dass wenn im Frühling die ersten Bienen wieder kommen, dass sie in Folle ernährt werden können.
Das ist nämlich so wichtig wie bei einem kleinen Kind Muttermilch. Glauben Sie, dass die Bauern den Imkern zulieb ihre Produktionsmethoden umstellen? Ja, das ist eine grosse Frage und ein Fragezeichen. Also, wie heute eben unsere Landwirtschaft intensiv oder der Boden bewirtschaftet wird, alles, braucht das noch viel. Aber ich hoffe, sie kommen zur Einsicht, bevor es zu spät ist, dass sie mal ein bisschen mit dieser Spritzerei zurückheben. Dann, was da alles vernichtet wird durch die Spritzerei, sei es über dem Boden und im Boden, das ist einfach ein grosser Nachteil. Wenn man so in die Jury geht, also in diesen Bauern, vorne ist alles voller Kraftfutter und hinten hat es alles nur Spritzmittel. Unsachgemäß angewendet können Pflanzenschutzmittel den Bienen gefährlich werden, ja, die Bienen töten. Es ist aber heute doch vieles vorgekehrt worden, um das zu vermeiden. So besteht eine eidgenössische Hilfsstoffverordnung, die verlangt, dass jedes Mittel, das neu in Verkehr gesetzt werden soll, muss durch die eidgenössischen Forschungsanstalten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt geprüft werden und entsprechend formuliert. Es wird auch verlangt, dass die Anwendung nur unter ganz bestimmten Bedingungen erfolgt, z.B. Konzentration und auch Wartefristen, die eingebaut werden müssen. Und wenn man sich an das hält, so ist die Gefahr sehr minim geworden. Wir wissen, dass wir Bienen für eine Blütenbestäubung notwendig haben. Die Aufgabe könnte auch durch Wildinsekten, Hummeln, Wildbienen, andere Insekten bis zu einem gewissen Grad übernommen werden. Aber die sind heute auch dezimiert. Sie sind in geringer Anzahl vorhanden oder nicht im rechten Moment da in genügender Menge, um zu wirken, um genügend zu wirken. Nach den Beobachtungen, die man gemacht hat, rechnet man heute, dass 80-90% der Blüten durch Bienen, Honigbienen bestäubt werden. Und wenn die ausfallen würden, dann hätten wir einfach ungenügende Erträge.